Der Begriff Corporate Architecture impliziert ja, dass der Architekt bzw. dass ein Architekturbüro ein Gebäude entwickelt, das in gewisser Hinsicht eine Landmarke darstellt bzw. einen Konzern repräsentiert. Was der Architekt aber nicht beeinflussen kann, ist, wo sich das Gebäude befindet. Das heißt, jeder Ort ist in irgendeiner Hinsicht besetzt. Und man kann als Architekt dieses Grundstück nicht außer Acht lassen, sondern man muss eigentlich danach trachten, dass sich einerseits das Unternehmen wiederfindet im Gebäude, andererseits aber auch der städtische Kontext reflektiert wird. Wenn wir angehalten sind, für einen Bauherrn zu arbeiten, der sich repräsentiert, dann ist es natürlich ganz selbstverständlich, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und deren Bedürfnisse zu respektieren im Entwurf. Was die Herausforderung darstellt, ist, wie dieses neue Gebäude für diesen Konzern im Kontext einer Stadt oder seiner Umgebung eingebettet ist. Also wenn für den Otto-Normalverbraucher das neue Gebäude, also das Corporate-Gebäude in irgendeiner Weise mit dem Umfeld zu kommunizieren weiß, in irgendeiner Form, dann hat das Qualität. Das Aachen-Münchener Bürogebäude sollte möglichst offen sein. Es sollte einen ganz anderen Typus einer Büroarchitektur darstellen. Und es sollte vor allen Dingen einen menschlichen Maßstab bekommen. Was dieses Projekt auszeichnet, ist, dass die Stadt gemeinsam mit der Aachen-Münchener Versicherung und gemeinsam auch mit uns Architekten ein urbanes Konzept herangetrieben hat. Das sieht so aus, dass Grundstücke der Aachen-Münchener Versicherung, die man eigentlich mit einem Zaun hätte umgrenzen können, vollkommen offen sind. Das heißt, die Aachen-Münchener hat der Stadt Räume zur Verfügung gestellt, die eigentlich im Privatbesitz sind, die jetzt eigentlich dem Bürger offen stehen. Das bedeutet, man kann eigentlich ungehindert um die einzelnen Gebäudeblöcke flanieren und dabei war es ganz wichtig, ganz unterschiedliche, charakterlich unterschiedliche Freiräume zu schaffen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Was wir darüber hinaus leisten können, das ist das, was wir als Mehrwert bezeichnen, ist, dass das Gebäude einfach mit seiner Umgebung spricht und dass es vor allem atmosphärisch sowohl für den Nutzer als auch für den Passanten angenehm in Erscheinung tritt. Wenn wir Mitarbeiter des Konzerns befragen, wie sie das Gebäude empfinden, dann merkt man nach einer gewissen Zeit der Benutzung des Hauses, wie zufrieden sie damit sind, weil sie einfach dieses Prinzip des Boulevards, dieses halböffentlichen Brückengebäudes, verstanden haben und eigentlich das sehr gut nachvollziehen können.